Madagaskar. Zwischen dieser Insel und dem afrikanischen Festland lauerten einst die Wölfe der See, um passierende Handelsschiffe schwer beladen mit Schätzen aus Indien zu überfallen und auszuräumen. Trunken von Reichtum und Blut pflegten die Piraten ihre Schatztruhen hier auf einsamen Inseln zu vergraben. Der erbarmungsloseste aller Seeräuber dieser Zeit war Captain Kidd. Als Admiral Lord Blaine, vom König ausgesandt, um mit seinem Kriegsschiff die 12 Apostel für Ordnung zu sorgen, endlich Kidds Kogge begegnete, ging dieser als Handelsschiff getarnt längsseits und schoss mit einer unerwarteten Salve Blaines Schiff in Brand. Bald war es nur noch ein Flammenmeer auf der windstillen tropischen See. Seht nur, das ist noch ein Feuerwerk. Wartet, wenn erst das Pulvermagazin hochgeht. Schade nur, viel anständige Seeleute drunter. Na, haben die Weiber was zu heulen. Ewig lebt keiner von uns, Mr. Boyle, und Tote, die reden nicht. An die Riemen. Wir müssen fertig sein, wenn die Flut kommt. Schnell, wenn die Flut kommt, dann ersaufen wir wie die Ratten. Das wär's. Tief genug, um einen zu begraben. Hilf mir heraus, Mats. Das Loch reicht. Wir haben's, Captain. Also los! Da wollt ihr nicht? Ihr habt den Kasten in Verwahrung gehabt, Captain. Und da wär's doch schön, wenn ihr uns erst mal zeigen tätet, ob auch noch alles drin ist, was drin war. Also, du Schlaukopf, du weißt, was drin war? Ja, da waren die Edelsteine von dem portugiesischen Schiff El Vinga. Und all die Perlen, die wir uns auf dem holländischen Schiff geholt haben. Der ganze Haufen Gold von dem maurischen Schiff von Madagaskar. Alles in dem schönen Silberkasten mit Lord Blaines Wappen drin, den ihr für euch allein haben wolltet, von den 12 Aposteln, wisst ihr, Captain? Eure Hälse werden eines Tages genauso haltbar sein müssen wie euer Gedächtnis. Zufrieden, Galgengesindel, rein damit. Was ist jetzt? Ihr habt da was vergessen, Captain. Als Maul, du Laus, noch eine halbe Stunde und die Flut kommt ein. Also, Captain, geht doch alles in gleiche Teile. Gleiche Teile, ja. Also, Captain, der Schlüssel, den ihr euch genommen habt, der wird mit eingegraben. Einer ist hier so gut wie der andere, hey, Partner? Und kommt einer von uns nicht zurück, wissen die anderen, wo sie den Schlüssel finden. Meine Ehrlichkeit zweifelst du an, dir reiß ich die Därme aus dem Bauch, du Vieh. Wir so kaltschnäuzig, dass wir einen toten Kameraden verscharren wie einen Hund, beten wir für seine Seele. Hier,
liegt ein Mann, der wollte ehrliche Kameraden übervorteilen. Ein Mensch, der immer nur an sich selber denken musste. So mag er jetzt hier verwesen im Sand von Madagaskar. Ruh in Frieden. Höchste Zeit, dass wir rauskommen, die Flut kommt. Zum Gentleman muss man geboren sein, Sir. Lernen kann man das kaum. Ich bin dazu geboren. Ich brauche nur noch so ein bisschen Schliff, lieber Mann. Einer wie ich will weiterkommen. Ein Gentleman benutzt die Anrede, lieber Mann, nur wenn er zu niederen Dienstboten spricht. Oder zu kleinen Leuten. Sehen Sie, das sollen Sie mir beibringen. Meine Erziehung. Solche Geräusche macht kein Gentleman. Mancher hat sich gesellschaftlich durch weniger fertig gemacht. Sie verstehen was vom Benehmen. Ich will es lernen und gut dafür bezahlen. 100 im Jahr. Ein unverkennbares Zeichen guter Erziehung ist es, seinen Dienstboten möglichst wenig bezahlen zu wollen. Ach, wirklich? Ein Zeichen wirklich guter Herkunft, Sir. So 60 im Jahr dann? Aber ich bin noch nie auf einem Schiff gefahren, Sir. Nie im Leben. Oh, habt ihr etwa Angst? Im Gegenteil. Schon seit frühester Jugend, Sir, hatte ich eine starke Neigung für alles Abenteuerliche, ganz besonders für das Meer. Auch wär's sehr lehrreich. Sie lernen viel, bestimmt. Also, sind wir einig? Einverstanden. Hand auf. Oh. Also, euer Vorschlag ist, Milord, dass Captain Kidd unserem Gesandten entgegensegeln soll, um ihn sicher durch das Piratenmeer von Madagaskar zu geleiten. Wenn Majestät erlauben, ja. Wir brauchen dazu einen mutigen Mann. Lass diesen Captain Kidd eintreten, sehen wir ihn uns an. Captain William Kidd. Königliche Majestät. Und ihr, Lords? Bellamont, der Bauernwimmel, meint ihr, ist ein Mordspirat? Wohl ein Irrtum. Ich bin nur ein biederer Handelsmann des Meeres, Milord, der nicht allzu viel Fragen stellen darf, mit wem er seine Geschäfte betreibt, Milord. So kam es auch, dass ich in die Hände der 12 Apostel fiel. Ein Kriegsschiff auf Kaperfahrt. Bei Madagaskar ist das gewesen? War niemals in Madagaskar, euer Lordschaft. Südlich von Afrika war's. Ich handelte damals mit Elefantenzähnen und war reich beladen. Und der Kommandeur? Ein königlicher Admiral, Majestät. Namens Lord Blaine. Blaine ist also Pirat geworden? Ein erbarmungsloser Mann. Ohne Gnade. Angst verbreitete er und Schrecken. Und welche Belohnung erwarten Sie, wenn Sie diesen Auftrag durchführen? Wenn Majestät erlauben, ich habe meine Ehre verloren, weil ich mich einem Piraten ergeben habe. Da hat ein biederer Mann wie ich keine Ansprüche zu stellen. Majestät erweisen mir schon eine große Gnade. Allerdings, wenn es stimmt, was die Leute sagen, dass Lord Blaine seine Ländereien und seinen Besitz verliert... Richtig. Dann habe ich nur eine kleine Bitte. Wenn es mir eines Tages gelingen sollte, diesen mörderischen Piraten auszutilgen, dann ehrt mich, bescheidenen Mann, mit seinem Schloss und Land. Habt ihr außerdem noch Wünsche, Captain? Nicht das geringste mehr, euer Majestät. Erschütternd, solche rührende Bescheidenheit, Mann. Ihr müsst doch von vornehmem Herkommen sein. Aber ihr wisst es gut zu verbergen. Das Äußere eines Mannes sagt wenig über seine Qualitäten. Oder beweist die Perücke eines Edelmannes, dass das, was drunter ist, auch etwas taugt?
So ein nobler Herr lässt sich wirklich hier ab, mit einem Handelsmann zu kämpfen? Mit mir? Seid wohl bange? Wo bleibt jetzt das große Maul? Aber was verstehe ich denn vom Fechten? Nichts, gar nichts. Ihr müsst mich angreifen, Herr, mich. Vielleicht durchbohrt ihr mich. Achtung, Captain! Ich bitte um Verzeihung, aber ich bin etwas hitzköpfig und ich wollte nur gerne beweisen... Ihr habt euch bewiesen, Captain. Eure Majestät sind einverstanden mit dem Captain, den ich auswählte? Es gibt keinen besseren. Dank, Majestät. Und nun, Captain, zu eurer Mission. Ihr begleitet eins meiner Handelsschiffe, Liquida Merchant, beladen mit gewaltigen Schätzen aus Indien, und sorgt dafür, dass ihr unbehelligt durch das Piratenmeer von Madagaskar heimkommt. Aber Majestät, wird der Kommandeur der Quida Merchant diesen Auftragsbrief als genügenden Ausweis ansehen, oder... Ihr erhaltet einen Brief an unseren Gesandten Lord Falwort, der auf dem Schiff heimkehrt. Er wird euren Schutz zu schätzen wissen. Alle meine Anordnungen in Bezug auf die Sicherheit des Schiffes müssen natürlich befolgt werden, Sir. In eurem Interesse. Zugestanden. Und nun wegen der Mannschaft. Mannschaft? Captain Kidd möchte seine Mannschaft aus Seeleuten zusammenstellen, die als Piraten verurteilt im Gefängnis von Newgate auf den Henker warten. Das ist ganz unmöglich. Majestät, wer schlägt sich tapferer als die Verzweifelten, die nur noch auf ihren Tod warten, wenn sie gewiss sind, dass euer Majestät ihnen am Ende der Reise in der Heimat Leben und Freiheit schenkt? Aber ihr seid mir für jeden Einzelnen verantwortlich. Sie werden sich so gesittet verhalten wie ich selbst, Majestät. Das versichere ich euch. Und nun? Gott befohlen. Ich bin nur Gottes unwürdiger Sklave. Hunde, da fresse ich lieber den Dreck aus der Gosse. Schreit nicht. Wollt ihr denn wieder ausgepeitscht werden? Dieser Fraß ist schlimmer als die Peitsche. Das ist noch schlimmer als hängen, sag ich dir. Hey, Koch, das wimmelt ja wieder von Maden in dem Fressen. Hört nur, der feine Herr ist wieder unzufrieden. Beschwert euch doch beim König, der zahlt's mit seinem Geld. Ach du. König? 3 Pfennig stehen jedem Gefangenen täglich zu fürs Essen. Aber ihr Hunde mästet euch an unserem Elend. Mal wieder das große Maul, Mercy, hey? Ich verlange nichts, was mir von rechts wegen nicht zusteht. Hier, riecht nur. Riecht gut. Hey, hier oben! In was für einem Land leben wir denn hier? Wollt ihr uns vor Hunger verrecken lassen? Oder als halbe Leichen hängen? Wer ist dieser unzufriedene Bursche? Adam Mercy, als Pirat verurteilt. In einigen Tagen kommt er an den Galgen. Schon mehrfach ausgebrochen, so halten wir ihn in Ketten. Kerl hat ein wüstes Temperament. Puh. Hier herrscht nicht eben Frühlingsluft. Oh, Vergebung, das sind zwei meiner Offiziere. Mr. Boyle, Gouverneur Lenders. Mr. Lorenzo, Gouverneur Lenders. Spanischer Graf. Ganz schönes Sündenbabel. Kapitän, glaubt ihr, da ist einer darunter, der uns kennt? Will ich nicht hoffen. Gouverneur. Wollt ihr ihnen sagen, warum wir hier sind? Hört her, ihr Ungeziefer. Ich hab euch was Gutes zu sagen. Ist der Henker kapiert? Habt ihr Schweine euch genug an uns gemästet? Und kriegen wir jetzt endlich, was uns von rechts wegen zusteht? Ruhe, ihr rebellischen Hunde! Wer noch einen Ton sagt, den hänge ich am Daumen auf und peitsche ihn aus. Gouverneur, gewinnt man so das Vertrauen dieser armen, unglücklichen Menschen? Hört mal her, Kerls. Ist es euch lieber, am Galgen zu hängen, dass die Krähen sich an euren Augen gütlich tun, oder wollt ihr zurück in die Freiheit auf ein Schiff, Wind um die Nase, wieder Seemann werden? Ich habe ein Schiff
und einen Auftrag des Königs. Kerle wie euch kann ich brauchen. Und wer sich treu und brav für mich schlägt, wird vom König begnadigt, Kerle. Wer von euch kennt das Meer um Madagaskar? Ich, Sir. Lasst ihm die Fesseln abnehmen. Also los, lasst ihn frei. Hört zu, Kerle. Ich brauche Männer, die Kräfte haben, die klettern können wie die nackten Affen. Und der Erste, der hier oben ist, ist als Erster eingestellt. So, Gouverneur, wenn es euch recht ist, lasst die Seile herunter. Seile herunter! Da kommen Sie, also fertig. So, jetzt bist du gleich ein freier Mann. Das andere auch. Der nächste. Der nächste. Name? Peter Schäfto. Peter Schäfto, abgesehen von der Tatsache, dass ich Captain bin, bin ich auch ein Gentleman, also sprich mich mit Sir an, du Laus. Ja, Sir. Mach dein Kreuz. Verschwinde. Name? Adam Mercy, Sir. Oh, ihr seid's. Kein sehr passender Name für einen Abenteurer scheint mir. Mercy? Vielleicht ist er nicht passend. Ihr sprecht so gebildet. Wo habt ihr das gelernt? Wart ihr Pferdejunge beim Lord oder sowas, Adam Mercy? Vielleicht. Ich war auch Oberkanonier beim Seeräuber, den ihr vielleicht kennt. Captain Avery. Avery Scharfschütze, hä? Wir brauchen einen Oberkanonier, Mr. Boyle. Wenn der Kerl bei Avery war, dann versteht er sein Geschäft, hä? Ihr werdet Oberkanonier, Mr. Mercy. Danke. Ein Goldstück will ich verlieren, für jedes Mal, dass ich nicht treffe. Euren Kopf verliert ihr auf meinem Schiff, wenn ihr vorbeischießt. Macht euer Kreuz. Ihr könnt sogar schreiben. Ihr bekommt ein warmes Bad. Und eine Uniform, in der ihr nach was aussieht, Adam. Also los, der Nächste. Name? Bartholomäus Blievens. Bartholomäus Blievens. Macht dein Kreuz. Hinter einem ehrlichen Gesicht versteckt sich oft ein falsches Herz. Auf den Kerl müssen wir aufpassen. Da unten. Da drüben, Sir. Der Nächste. Wir haben genug, mehr können wir nicht brauchen. Wirklich nicht? Povey. Ich dachte, ihr wärt... Ja, ich wär tot. Ich kann ja kaum meinen Augen trauen. Traut Ihnen ruhig. Ich freue mich, dass ihr so gesund ausseht, alter Freund. Die Einsamkeit ist mir bekommen auf der Insel, auf der ihr mich ausgesetzt habt. Sprechen wir lieber nicht von vergangenen Dingen, Mr. Povey. Reden wir lieber doch darüber. Oder soll ich an Land gehen und das Maul aufreißen? Dann ist's aus mit eurer Reise, Kit, bevor sie angefangen hat. Nein, 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 Povey. Mr. Boyle hier fertigt die anderen ab. Mr. Lorenzo hier übernimmt die Deckwache. Kommt in meine Kabine. Thank you.
mein Herz blutet, wenn ich daran denke, wie schwer das für euch gewesen sein muss, so ganz allein auf der einsamen Insel, Mr. Povey. Spart euch den Hohn. Ich weiß, warum ihr mich ausgesetzt habt. Damit drei teilen konnten statt vier. Aber wirklich? Ein böser Wind hat uns von dem Riff fortgeblasen. Unter uns gesagt, wir hätten zurücksegeln können, aber wir haben nur das getan, was ihr selbst getan hättet. Und jetzt Schluss mit dem sentimentalen Unsinn, bitte! Und nun, da wir wieder vier sind, was jetzt? Wir sind nicht vier. Wir sind zwei. Boyle und Lorenzo zählen nicht. 20.000 Pfund in ihren Händen würde sie nur zu Sünden verführen. Ah, darum wollt ihr sie vor Sünden bewahren, die lieben Freunde. Reizend. Gift oder Stahl? Ich hasse die Gewalt, Mr. Povey. Gewalt ist vulgär. Aber manche Menschen haben eine unangenehme Art, einem in die Quere zu kommen. Lieber Povey, ich habe gewaltigen Ehrgeiz. Denn mit Ehrgeiz kann ein Mann Großes erreichen. Und was ist mein Ziel? Lord werden, mein Freund. Und dazu braucht ein einfacher Mann wie ich eine Riesenmenge Geld. Und drum wäre es besser, wir wären nur zwei, die zu teilen hätten. Meint ihr nicht auch, Mr. Povey? Verdammte Bestie. Immer Witze. Ich bin so froh, dass ihr wieder da seid, Povey. Ist ja so herrlich, dass da ein Mensch ist, dem man sein Innerstes ausschütten kann. Wirklich? Reizend. Und nun habe ich euch was zu sagen. Ich habe in London einen Brief hinterlegt, einen versiegelten Brief, in dem äußerst interessante Dinge aus eurer Vergangenheit zu lesen sind. Zu öffnen natürlich nur, wenn es unerwartet kommen sollte, dass ihr ohne mich nach London zurückkehrt. Wie klug habt ihr doch vorgesorgt. Sehr umsichtig von euch, Povey. Jetzt weiß ich gewiss, das wird eine glückliche Reise. Ich freue mich schon. Ich gehe in meine Kabine. Haben wir doch wirklich Glück gehabt, Bart. Wir zwei. Wieder auf dem Weg nach Madagaskar. Da können wir die Spur erneut aufnehmen. Übrigens, ich werde dich vom Captain als meinen Diener anfordern, dann können wir beide weiter zusammenbleiben. Ein Dutzend Mal habe ich den Äquator umsegelt, die Lady. Ich bin ein Mann von Welt und wenn ich auch keiner von den Schönen bin, ich bin interessant, sehr interessant. Aber mit Vergnügen tanze ich die Lady. Auch Minuet. Milady, sagt man. Milady. Verdammt noch ein Chetwell. Beschleicht ein Gentleman den anderen, ohne dass er spuckt oder rülpst oder sich sonst wie bemerkbar macht. Ich bin kein Gentleman, aber auch ein Diener hat Manieren. Ach, dieses Haar. Was habt ihr denn da drauf geschmiert? Riecht ja wie... Gut, dass es Parfum gibt.
Das Diner ist serviert. Reichlich spät, Shadwell. Augenblick. Ich zeige euch euren Platz. Captain, was ist denn das für ein Affentheater? Euch Gesindel muss ich erstmal Manieren beibringen. Ihr seid jetzt Offiziere auf einem königlichen Schiff. Glaubt ihr denn, ein Kerl wird von Manieren fett? Ach so, ja. Also auf königlichen Schiffen erheben sich die Offiziere, wenn der Captain reinkommt. So ist's richtig. Gentlemen, bitte Platz zu nehmen. Na, hoffen wir, es schmeckt euch auch. Natürlich nimmt man sich nicht selber Suppe, Esel. Also, Mr. Mercy, erzählt uns was von euch. Das Wichtige habe ich euch erzählt. Ich war auf einem Piratenboot. Ein Kriegsschiff hat uns überwältigt. Und in London bin ich verurteilt worden. Unschuldig, natürlich. Ich war schuldig. Ihr sprecht wie einer von dem Feinen. Und trotzdem Pirat geworden? Oh, vielleicht Liebeskummer? Oder Abenteuerlust? Vielleicht auch ein Skandal, wer weiß. Und nun wisst ihr, die Welt ist rund. Von der Welt halte ich nicht allzu viel. Von den Menschen noch weniger. Vielleicht findet ihr es mal schöner in der nächsten Welt, Mr. Mercy. Nah genug seid ihr schon davor gewesen, im Totenhaus in Newgate. Ich halte euch doch nicht etwa vom Essen ab. Und nun, meine Herren, trinken wir auf den König. Und da im Allgemeinen der Jüngste den Toast ausbringt, geht die Ehre an Mr. Mercy. Mr. Mercy, wir warten. Bedauere. Ich liebe den König nicht und darum werde ich nicht auf ihn anstoßen und ich werde nicht auf ihn trinken. Ihr vergesst, wir sind auf einem königlichen Schiff. Des Königs Schiff oder nicht, mir ist das gleich. Ich halte nicht viel vom König. Sie schulden ihm ihr Leben, Mr. Mercy. Wenn er sie nicht begnadigt hätte, dann würde ihr Kadaver jetzt am Galgen verfaulen. Euch danke ich meine Begnadigung, Captain. Nicht dem König. Und darum trinke ich gern auf euch. Ihr steht jetzt auf und trinkt auf Ihre Majestät, wie es sich für einen königlichen Offizier geziemt. Oder bei Flut und Feuer, ich lasse euch einsperren und in Ketten nach England zurückschaffen. Gentlemen, es lebe der König. Es lebe der König. Seltsam. Ob der König uns den Kerl wohl als Spion untergeschoben haben kann? Er war im Gefängnis und in Ketten. Vielleicht war das nur der Köder für uns. Aber würde er dann so offen auf den König schimpfen? Warum sollte er das? Ihr seid heute noch schwerer vom Begriff als sonst, Mr. Lorenzo. Habt ihr nie von der Schlange gehört, Mr. Lorenzo, die sich die Farbe ihrer Umgebung gibt, damit keiner die Gefahr bemerkt? Shadwell. Ja, Sir. Ihr kennt doch die Leute von Hofe und so, Shadwell. Habt ihr da jemals vorher irgendwo Mr. Mercy gesehen? Nicht vor dieser Reise. Er scheint ein Mann aus gutem Hause zu sein. Er gefällt mir. Wollt ihr ihn bitte einmal unauffällig fragen, wer er ist und wo er herkommt? Wie ihr wünscht, Sir. Danke, Shadwell.
böser Nebel. Guten Abend, Schaffel. Verzeihung, aber Seeleute scheinen immer nach Dingen zu schauen, die andere nicht sehen können. Möchten wir nicht alle sehen können, was jenseits des Horizonts ist? Ihr sprecht wie ein Edelmann, Sir. Dass ihr das seid, habe ich gleich gesehen. Was tut ihr als Diener, hier auf diesem Schiff? Der Captain hat mich engagiert, um ihm Manieren beizubringen. Eine Aufgabe, Sir. Zum Zurückschwimmen sind wir leider schon zu weit draußen. Wenn ich euch zu Diensten sein kann, Sir. Hat der Captain euch geschickt? Jawohl. Warum? Er möchte wissen, wer und was ihr seid, Sir. Für wen hält er mich? Vielleicht für einen Spion, beauftragt vom König? Man hat Ohren. Dieser Captain Kidd, wie lange kennt ihr ihn eigentlich? Schon lange? Nicht lange, Sir. Ich weiß nur, er ist unter anderem Kaufarteifahrer. Spion, seltsam. Was hätte er vor einem Spion zu verbergen? Gute Nacht, Sir. Gute Nacht, Sir. Wer ist er? Wo kommt er her? Er ist ein Nichts, Sir. Er war in gutem Hause angestellt und hat dort Augen und Ohren aufgehabt. Das kann jeder. Oh. Das lernt ihr bald. Nicht feuern, wenn das Schiff sich hebt. Dann geht der Schuss zu weit. Aber wenn es sich senkt und der Feind sich nähert, pass auf. Fertig? Feuer! Gut gezählt, Mr. Mercy. Aber schießt ihr auch so gut, wenn das Schiff brennt und die Fetzen euch um die Ohren fliegen? Ich hab's getan, Sir. Laden und fertig machen. Und jetzt zur Kanone am Heck. Da machen wir weiter. Mr. Mercy, ihr seid mit Avery gesegelt. Da kennt ihr doch diese Gegend. Gewiss, Sir. Wenn wir an Land müssten, um Fourage an Bord zu nehmen, was würdet ihr empfehlen? Party B, Sir. Es liegt viel zu seicht, da kommen wir doch nicht an Land, Captain, ihr wisst doch. Ich weiß. Was weiß ich? Ich kenne nur den Atlantik. Hier bin ich nie gewesen. Also Poverty Bay. Jawohl. Danke, Mr. Mercy. Kommt, Mr. Boyle. Schwerfälliger Hohlkopf. Viel länger werde ich es nicht mehr tragen können, eure dumme Visage. Unter Deck. Nun wollen wir uns einen Schlachtplan machen, wie wir zu Werke gehen. Gebt mir die Karte, Mr. Boyle. Kapitän, ich muss Tag und Nacht immer daran denken, was wird aus der Schatztruhe, die wir vergraben haben. Was nutzt sie uns unter der Erde? Holen wir sie raus, dass wir was davon haben? Die Truhe bleibt vorläufig, wo sie ist. Warum? Weil bald ungleich fettere Beute uns direkt in die Taschen segeln wird. Nun, hier befinden wir uns jetzt. Hier ist Madagaskar und da Kalkutta. Im Juni segelt die Quida Merchant, einer unserer größten Segler, von Kalkutta nach England. Und treffen werden wir sie dann ungefähr hier. Das Schiff ist von oben bis unten vollgestopft mit Schätzen, wert ungezählte Millionen. Und unsere Aufgabe ist es, das Schiff vor gefährlichen Piraten zu schützen. Also, so viel Millionen, da brauchen wir große Taschen, Captain. No, Mr. Povey, seid nicht so gierig. Natürlich soll das meiste für uns sein, aber seien wir gerecht. Der König ist ein feiner Mann und wir wollen ihm auch einen Teil abgeben. Aber wie es auch kommen mag, nach außen hin, Kerls,
sind wir stets die ehrlichen Leute. Ehrlichkeit war ja immer eure Stärke, Captain. Du Pockennabe, ihr Laust, du, ich kann so ehrlich sein wie einer, wenn's mir passt. Richtig, ja, Lord Blaine. Lord Blaines Name hat unter uns nicht erwähnt zu werden, Mr. Povey. Er ist tot und seine Leute sind tot und unsere sind auch erledigt. Und keiner außer uns hier weiß davon. Ich warne euch darum. Und wenn ihr Ochsen Spaß am Leben habt, vergesst das lieber nicht. Und jetzt, stoßen wir an auf die Quida Merchant. Quida Merchant. Quida Merchant. Quida Merchant. Gott schütze Sie. Gott schütze Sie. Für uns. Wind frisch West-Nordwest, Sir. Kurs Nordost-Ost, Nacht dunkel, aber klar. Danke, Mr. Mercy. Nordost-Ost. Nordost-Ost, Sir. Der das getan hat, den hänge ich. Segel neu setzen. Wie konnte das nur passieren? Das war kein Zufall, Bart. Wir sind hier versammelt, um Lebewohl zu sagen einem tapferen Seemann und braven Kameraden. Hier ging ein Mann aus unserer Mitte, dessen Herz voll Güte war und Sonne war in seinem Sinn. Er wollte stets mehr geben, als er nahm. Wer Sorgen hatte, fand bei ihm Verständnis und ein tröstend Wort. Er hatte Freunde nur, nicht einen Feind. Ein eifersüchtiges Schicksal hat ihn von uns genommen. So ist es mir eine Ehre, dass ich die letzten Worte zu ihm sprechen darf. Wir sind untröstlich, aber wir wissen, dass dein ein glücklicheres Leben in einem besseren Jenseits wartet und so sagen wir, ruh in Frieden. Also runter damit. Tut mir leid, Mr. Mercy, aber bei aller Trauer muss der Dienst an Bord weitergehen. Sie ziehen in Boyles Kabine und übernehmen seinen Posten als Mat. Als Mat, Sir. Jawohl, Sir. Chadwell, seekrank?
Nach all den Wochen auf See? Mir ist nicht schlecht von der Schaukelei. Mir ist übel von dem Anblick gewisser Leute hier an Bord. Und es sind nicht ihre Manieren allein. Aber dieser vulgäre Metzger benutzt doch ohne jede Scham, als hätte er es selbst erworben, das Wappen einer unserer ältesten Adelsfamilien. Ist da ein Wunder, dass einem der Magen vor den Mund will? Was ist denn das für ein Wappen? Glaubt's oder glaubt's nicht, das Blaine-Wappen. Seid ihr gewiss? Ganz gewiss. Das Wappen ist auf einem Ring, den ich auf seinem Tisch fand. Vergebung, Sir, ich muss zum Kapitän. Hab mit ihm im Laderaum zu tun. Und zu Mr. Lorenzo. Mr. Mercy, gehört das zu Ihren neuen Aufgaben, mich auszurauben? Schießt nur, dann seid ihr euren Kopf los. Ich handle im Auftrag des Königs. Also habe ich auf den Köder angebissen. Glaubt ihr denn, der König gibt sein bestes Kriegsschiff einer Bande von Desperados und lässt sie nicht überwachen? Hier sind die Beweise, dass ihr ein Pirat seid. Und ein Mörder dazu. Boyles Tod war kein Unfall. Übrigens, was für ein Schiff habt ihr da versenkt? Die 12 Apostel? Warum die 12 Apostel, Mr. Mercy? Hier ist Blaines Ring mit seinem Namen. Er war Kommandeur der 12 Apostel. Interessante Geschichte für London, wenn wir heimkommen. Wenn ihr das schafft. Wenn ich nicht zurückkomme, dann... Andererseits? Andererseits was? Da in des Königs Diensten noch keiner reich geworden ist. Oh. Korrupter Halunke. Jeder hat eben seinen Preis. Wie viel? Die Hälfte von eurem vergrabenen Schatz. Die Hälfte? Man soll mich hängen, wenn ich das tue. Man wird euch hängen, wenn ihr es nicht tut. Nein, so eine unverschämte Gemeinheit. Entrüstung steht euch schlecht zu Gesicht. Also angenommen, ihr kriegt euer Teil ab. Wer garantiert, dass ihr mir am Ende nicht doch noch in den Rücken fallt? Wenn ich mitmache, bin ich schuldig wie ihr. Fasst man uns? Hängen wir zusammen, aber ich kann euch davor bewahren. Was wollt ihr noch mehr? Wisst ihr, Mr. Mercy, ich habe oft überlegt, ob es auf der Welt noch mal einen Halunken gibt, der so völlig schamlos ist wie ich. Ihr seid's. Kommen wir also zum Geschäft. Man weiß nie, einer könnte dem anderen mal von Nutzen sein. Wäre schon möglich. Habt ihr nicht was vergessen? Ein Ring. Euer Ring. Hör zu und genau. Du sollst es in London erzählen, wenn mir etwas zustößt. Kit hat mich überrascht, als ich bei ihm einbrach. Ich behauptete, ich wäre hier im Auftrag des Königs. Gut. Aber er glaubt es nicht so recht. Er tat nur, als glaubte er es. Hätte dir nur geschossen. Dann wären wir den Kerl jetzt los. Das Vergnügen spare ich mir auf für später, wenn er wirklich ein Spion ist. Was mich stutzig macht, ist sein seltsames Interesse für die 12 Apostel. Das gefällt mir nicht, Mr. Lorenzo, und ich will wissen, was dahinter steckt. Der Beweis ist da, dass er geraubt hat. Also könnte er ihn vom Galgen baumeln lassen, und das wäre gut für uns. Nicht ganz so stürmisch, Mr. Povey. Er kann ja nicht fort, es sei denn, er schwimmt.
Erst will ich wissen, ob er einen Befehl vom König hat. Oder wer sonst hinter ihm steht. Alle Mann an Deck, Lorenzo. Alle Mann an Deck! Die Quida Merchant, da ist sie. Erkennt ihr, wer es sein kann, Captain? Sieht nicht aus wie ein Piratenschiff, Euer Exzellenz. Scheint mir eher ein königliches Schiff zu sein. Ein Kriegsschiff. Schaluppe klar und bemannen. Schaluppe klar! Fertig für einen Schuss vor dem Bug, Mr. Mercy. Jawohl, Sir. Mannschaft, Kanone 4, fertig, Mann. Es führt die englische Flagge. Scheint unser Begleitschiff zu sein. Hier ungefähr sollten wir es doch treffen, Captain Ross. Wir wollen trotzdem erst ganz gewiss sein. Mr. Hilliard, alle Mann auf ihre Posten. Jawohl, Sir. Fertig! Feuer! Gut gezielt, Mr. Mercy. Steuerbord. 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 Steuerbord, Sir. Ihr kommt mit herüber zur Quida Merchant, Mr. Mercy. Und alle Offiziere tragen zum Besuch des Schiffes Ihre Majestät Paradeuniform. Ja, Sir. Captain William Kidd von seiner Majestät Schiff Private Adventure. Zu euren Diensten, Sir. Mr. Povey, mein Arzt. Mr. Mercy, mein Steuermann. Mr. Lorenzo, mein Navigationsoffizier. Willkommen, Gentlemen. Ich bin Captain Rawson. Ich bin Lord Falvor, Ihre Majestät Gesandter am Hofe des Großmoguls. Euer ergebener Diener, Sir. Ich bin beauftragt, euch Begleitschutz zu geben, und wir dürfen keine Zeit verlieren. Wie ich leider feststellen musste, birgt dieses Meer große Gefahren. Es ist das Piratenmeer. Heißt das, ihr seid Piraten begegnet? Mehr als das, Sir. Wir wurden angegriffen. Zweimal von Everio und Kölford. Wir konnten sie aber abwehren. Übrigens könntet ihr uns vielleicht mit Pulver und Kanonenkugeln aushelfen. Wir haben mehr verschossen, als gut ist. Nehmt von allem, was ihr braucht, Sir. Gerne. Mr. Lorenzo hier wird das übernehmen. Mr. Hilliard, gebt Mr. Lorenzo alles, was er wünscht. Jawohl, Sir. Captain? Der Oberfeuerwerker wird euch alles geben. Danke. Mr. Lorenzo! Das Pulver da, scharf, das in die Schaluppe. Jawohl. Gentlemen, meine Tochter.
Lady Anne Dunstan. Das ist Captain Kidd, Mr. Povey, Mr. Mercy. Kennen wir uns nicht schon? Ich glaube nein, Milady. Sie kommen mir so bekannt vor. Es ist kaum möglich, dass wir uns je begegnet sind. Seltsam. Wie wollen wir die Reise fortsetzen? Ich habe Auftrag, euch durch die Gefahrenzone zu geleiten. Solange wir zusammenbleiben, habt ihr nichts zu befürchten. Aber Avery wird sich an unsere Fersen heften. Und wenn wir uns verlieren, in Dunkelheit oder Sturm... Was schlagt ihr vor, was wir tun sollen? Nun, vielleicht darf ich vorschlagen, dass wir Lord Falworth und auch Lady Anne auf unser Schiff herübernehmen. Denn sollten wir uns verlieren oder dieses Boot angegriffen werden... Und den Schatz, den wir mitführen? Eine Silbertruhe allein. Ein Geschenk des Großmoguls für den König enthält kostbare Steine wert mehr als 1 Million Pfund. Dürfte ich vorschlagen, Euer Exzellenz. Könnte mit Lady Anne und euch nicht auch die Schatztruhe auf Captain Kidds Boot geschafft werden? Dort wäre sie in Sicherheit. Ist ja ein Kriegsschiff. Das ist eine große Verantwortung. Und wenn auch der König befohlen hat, dass mir volles Vertrauen zu schenken ist, weiß ich nicht, ob ich das annehmen kann. Uns bleibt keine andere Wahl. 3 gegen uns oder nur 2, es wäre hoffnungslos. Ich stehe für alles gerade. Ich beuge mich Eurer Exzellenz. Also dann wollen wir die Truhe besichtigen. Wir könnten sie mit Lady Anne und Lord Falworths Dingen gleich hinüberschaffen. Natürlich. Bitte folgt mir, Captain. Mit Vergnügen. Freimachen. Mr. Povey. Die Inhaltserklärung kommt gleich, Captain. Wir vergleichen, ob alles vollständig ist und dann erhalte ich von euch eine Quittung dafür. Gerne, gerne. Ah, da seid ihr, Mr. Lorenzo. Habt ihr alles erledigt? Fast alles, Sir. Eure Leute waren sehr hilfreich, Kapitän. Es ist nur noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Das geht aber schnell. Dann erledigt das auch noch, damit wir hier rauskommen. Jawohl, Kapitän. Die Inhaltserklärung. Ihr übernehmt das, Povey. Herzlichen Dank, Captain. Mr. Lorenzo, habt ihr nie eine schöne Frau gesehen? Er ist fasziniert von eurer Schönheit. Habt ihr da unten alles erledigt? Alles, Kapitän. Dann wird es Zeit, dass wir fortkommen. Mr. Mercy, geleitet Lord Falworth und Lady Anne ins Boot. Gern, Sir. Für die Schaluppe. Seht zu, dass alles richtig verstaut wird, Mr. Lorenzo. Ich bedauere, dass wir nicht so viel Komfort bieten können. Aber mein Kammerdiener wird tun, was er kann. Erfreut, euer Lady hier an Bord zu haben, wenn ihr mir folgen wollt. Warum geht's nicht los? Ich gehe selbst.
Loslassen! Vater! Vergebung, Milady. Der Unfall, darf ich sagen, wie leid es mir tut. Der Captain bittet, dass ihr mit ihm in der Offiziersmesse esst. Oh nein, Chadwell, ich kann diese Männer nicht ertragen. Ich kann nicht. Ich verstehe schon, aber wenn der Captain einen Befehl gibt, dann... Chadwell, ihr müsst mir helfen. Ich kann ja sonst keinem trauen. Was kann ich tun, Milady? Ich bin nur ein Diener. Aber was soll ich nur tun? Ich bin so konfus und durcheinander. Ich denke immer an meinen Vater und die anderen Toten. Und auf diesem Schiff diese fürchterlichen Männer. Dieser Lorenzo, überall hin verfolgt er mich. Gestern Abend klopfte es an meine Tür. Und als ich öffnete, da stand er da mit seiner Teufelsfratze. Man möchte denken, er ist einer von den Piraten, mit denen ihr gekämpft habt. Piraten, Milady? Sind wir nie begegnet? Aber Vater sagte doch, Captain Kidd. Chadwell, was für ein Schiff ist das hier eigentlich? Mein Vater, man hat ihn vorsätzlich umgebracht. Ich weiß es jetzt. Und Captain Kidd ist sein Mörder. Da ist ein Mann an Bord, Milady. Ein Gentleman. Ihm könnt ihr vertrauen. Mr. Mercy? Ja, Milady. Chadwell, ich wusste, dass ich ihn mal gesehen habe und wenn er es 10-mal ableugnet. Und sein Name ist nicht Mercy. Wer ist er? Ich weiß von ihm nur, dass er kein Freund von Captain Kidd ist. Und vielleicht, wenn ich ihn bitten würde, soll ich? Oh, bitte, Chadwell. Gut, Milady. Ich frage euch noch einmal höflich, mein lieber Kapitän. Eure feinen Manieren machen auf mich wenig Eindruck, Mr. Lorenzo. Wann teilen wir unseren Schatz? In London, nicht vorher. Also, Kapitän, dann schlage ich euch ein Geschäft vor. Ein blendendes Geschäft. Ein blendendes Geschäft? Jeder von euch will blendende Geschäfte mit mir machen, ihr alle. Für wen haltet ihr mich denn eigentlich? Für einen stinkigen Handelskrämer? Was für ein Geschäft? Das Mädchen. Immer habe ich von so einer schönen Frau geträumt, mein Leben lang. Gebt mir die Hälfte von meinem Anteil jetzt und ich verzichte auf den Rest. Wenn ihr sie mir lasst. Der Ärmste. Ihn hat's wieder bös gepackt. Tut's weh? Ich will sie haben und ich nehme sie mir. Ob mir das passt oder nicht. Aha. Mit all den Schätzen hier an Bord sitzen wir auf einem Pulverfass. Die Leute sind ja nicht dumm. Und auf einen wie mich hören sie. Also ihr denkt an Meuterei. Hört ihr's? Will unsere Leute aufwiegeln, der Halunke. Nein, 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 Kapitän. Ich habe nur Spaß gemacht. Für eure Späße habe ich wenig Sinn, Mr. Lorenzo. Und das Mädchen, da habe ich meine eigenen Pläne und darin spielt ihr keine Rolle. Raus. Mercy. Mr. Mercy, oh.
Danke, dass ihr gekommen seid, Mr. Mercy. Mein Name ist Adam Blaine. Sohn von Lord Blaine? Ich wusste es doch. Aber was tut ihr auf diesem Schiff? Man hat meinen Vater der Seeräuberei bezichtigt. Aber niemand hielt ihn für schuld? Nur der König. Drum bin ich vor 3 Jahren Pirat geworden. So kam ich auf dieses Schiff. Ich wollte die Wahrheit ergründen. Und habt ihr? Captain Kidd hat euren Vater umgebracht? Ich bin gewiss. Adam, das ist furchtbar. Auch an Vaters Tod ist er schuldig. Dieser Verbrecher. Jetzt habe ich ihn. Endlich. Das wird ihm den Kopf kosten. Für seine Untaten wird er baumeln, das schwör ich. Weiß er, wer ihr seid? Er ahnt etwas. Darum seid ihr mir aus dem Weg gegangen. Es hätte euch verraten können. Wenn Kidd ahnte, was wir von ihm wissen, er würde euch so kaltblütig umbringen wie mich, wenn ich ihn ließe. Könnte ich nur etwas tun, um euch zu helfen? Irgendwas? Tut, als habt ihr keinerlei Verdacht. Seid freundlich, besonders zu ihm. Dann werdet ihr sicher sein. Und kommt ihr nach London zurück, gleichgültig, was aus mir geworden ist, dann geht ihr zur Admiralität und zum König. Ihr tut mir einen großen Gefallen damit. Und auch euch selbst. Das will ich tun, Adam. Ich verspreche es. Dieser Dummkopf Lorenzo. Ich fürchte, mit ihm wird es ein böses Ende nehmen. Das fürchte ich auch. Und es wird höchste Zeit dafür. Die Dinge werden ein bisschen kompliziert, Milord. Die Höllenfahrt der Quedda Merchant schluckt der König vielleicht als Unfall. Vielleicht auch den unzeitgemäßen Tod von Lord Falworth. Aber die junge Lady, ihr sagt, ihr habt Pläne für sie. Soll das heißen... Mr. Bowie, das Mädchen ist sicher von mir, als wäre sie aus Stein. Ich habe nur eine Leidenschaft, Reichtum und Macht. Da sie nichts ahnt, werde ich sie zusammen mit einem Anteil vom Schatz der Quedda Merchant beim König abliefern. Weine ein paar passende Tränen über den tragischen Unfall ihres Vaters, sonne mich im erschütterten Dank meines Herrschers und werde gnädig zum Lord ernannt. Milord! Lacht nur, ich werde Lord. Und keine 1000 Teufel sollen mich daran hindern. Witzig, Mr. Bowie. Geht doch alles nach Wunsch. Einen von den beiden werden wir jetzt doch auf jeden Fall los, hoffe ich. Mr. Mercy, gut, dass ihr sie beschützt habt. Nichts Ernstes, Sir? Sorgt euch nicht. Kümmert euch um Lady Anne. Danke, Shit. Was ist da, Adam? Mein Medaillon ist fort. Mit dem Blaine-Wappen. Blaine? Ich werde danach suchen, Sir. Nein. Ich kann es nur eben während des Kampfes verloren haben. Shadwell bringt Lady Anne zur Messe. Nein, Adam, ich habe Angst. Ihr müsst Anne, sonst schöpft er Verdacht. Und egal, was er auch versuchen mag, M. Ihr kennt mich nicht und habt mich nie vorher gesehen, nie im Leben. Shadwell auch ihr. Keine Sorge, Sir. Von mir hat er noch nie etwas erfahren und wird's nie. Nur so seid ihr sicher. Shadwell wird auf euch aufpassen. Aber was wird mit euch, Adam? Was wird er euch tun? Er wird versuchen, auch mich zu beseitigen, genau wie die anderen. Oh, Adam. Keine Sorge, M. Ich halte die Augen schon auf. Geht jetzt. Shadwell, wenn mir etwas zustoßen sollte, bitte steht Lady Anne bei und sorgt, dass sie sicher nach London kommt. Dafür stehe ich ein, Sir. Danke, Shadwell. Seht euch vor, Adam.
mit Gewehr durchfuhr. Kommt, Milady. Ich glaube nicht an seinen königlichen Auftrag. Wer ist er dann? Morgen laufen wir die Insel an für Trinkwasser. Während die Leute das Fass an Bord schaffen, gehen wir zwei mit Mr. Mercy zu unserer Höhle. Unser Versteck verraten? Wird amüsant sein, zu beobachten, wie unser junger Freund das Maul aufreißt, wenn wir die Truhe rausholen. Jedem sein Späßchen. Mach zu, Mr. Mercy, wir haben wenig Zeit. Wer mag das sein? Vielleicht ein Mann, der zu viel gefragt hat. Vorsichtig, Mr. Mercy, da ist etwas. Also es war die 12 Apostel. Jawohl, Mr. Mercy. Auf mit der Klappe. Seemann, aber nicht vorsichtig genug. Doch sicher schon von ihm gehört, eh, Mr. Mercy? Seinen Namen, glaube ich. Das habe ich mir doch gedacht. Seht hier. Gehört euch. Hab das Ding eingetauscht. Ich hatte da so einen Ring. Ja. Und was damals Freund Blaine anbelangte, da habe ich eben meine Bürgerpflicht getan. Glaubt's oder nicht? Pirat ist er geworden. Den König hat er verraten. Sowas tut man doch nicht. Lügner! Die Haie ein Festessen, Mr. Povey. In einer halben Stunde füllt die Flut unsere Höhle. Wir sind alle sorgenlos. Also einer, Captain. Lady Anne. Ist ja noch eine weite Reise, Mr. Povey. Was kann da noch alles passieren?
Lady Anne ist noch immer zutiefst verzweifelt, Sir. Inmitten des Lebens belauert der Tod uns Shadwell. Und obwohl mein Herz brechet... Bricht, Sir. Mein Herz bricht. Hol euch der Teufel, Shadwell. Jetzt habe ich den Faden verloren. Und ich wollte gerade so was Schönes sagen. Davon bin ich überzeugt, Sir. Geht zu ihr hin. Sag ihr, sie kann nicht ewig trauern. Und ich erwarte, dass ihr von nun ab wieder mit uns in der Messe ist. Sag ihr das. Jawohl, Sir. Der Ärmste. Wir sahen nur noch eben, wie er von dem Felsen stürzte. 2 Stunden gesucht. Zu viele Haie. Na, trinken wir auf ihn. Sicher ist er im Himmel. Ist euch schlecht? Ja, sehr. Erlaubt, dass ich mich zurückziehe. So bald schon? Na ja, die anstrengende Reise. Immer passiert was. Aber lasst nur, bald sind wir zu Hause. Er wollte nicht auf mich hören. Es war kaltblütiger Mord. Und wenn wir Lady Anne nicht beschützen, dann... Sir. Ich bin hierher geschwommen. Und habe mich an der Ankerkette festgeklammert, bis die Wache gewechselt hat. Die Schaluppe war hinten befestigt. Ich habe mich damit nach vorn gearbeitet, nun ist sie hier unten fest. Bart, steig runter und bring sie vor Lady Anns Kabine. Ich brauche trockene Kleider. Shadwell, wo ist der Captain? In seiner Kabine mit Mr. Povey, Sir. Über einer silbernen Truhe, die sie an Bord gebracht haben. Sie ist von meinem Vater. Shadwell, Kid vertraut euch. Sagt Lady Anne, sie soll packen. Und wenn alles klar ist, sagt mir Bescheid. Gern, Sir. Draußen bei Sonnenaufgang Anker hoch. Die Flut kommt schon ein. Jawohl, Sir. Shadwell wird bleiben und dann später in London unser Zeuge sein. Die Schaluppe ist klar. Wir rudern zusammen an Land. Aber was dann? 2 Tage Reisen nördlich ist das Piratendorf Höllentor. Da habe ich Freunde. Irgendwie werden die uns schon helfen, ein Schiff zu bekommen, heim nach England. England? Es ist Zeit. Kommt. Haltet euch an mir fest. Absetzen.
Er ist tot als ein stinkender Fisch. Na, die sind wir endgültig los. Gott sei Dank. Zurück zum Schiff. Nun ist euch ja keiner mehr im Wege, mein Freund, außer einem. Und wäre der nicht vorsichtig genug gewesen, in London einen Brief zu hinterlegen? Spielverderber. Willkommen, Captain. Bringt ihr gute Nachrichten vom Indischen Meer? Gute, Majestät, doch auch weniger gute. Ich bin über die amerikanischen Kolonien zurückgekehrt. Ich weiß schon. Ich habe euren ersten Bericht gelesen, Captain. Aber erklärt mir nun einmal genau, in allen Einzelheiten, was aus Lady N geworden ist und aus eurem Maat, Mr. Mercy. Oh, dieser unmoralische Mensch, Sir, verführte das arme Kind und versuchte, sie mit Gewalt von meinem Schiff zu verschleppen. Und als ich eingriff, um das Verbrechen zu verhüten, da verloren beide in dem entstehenden Kampf ihr Leben. Ruht in Frieden. Erzählt mir, Captain, von dem Schatz auf der Quida Merchant. Ach, solch ein Unglück, Sir. Wir hatten die Truhe gerade zu mir herüber geschafft. Da gab es eine furchtbare Explosion. Keiner ist leider dem Tod entronnen. Friede auch ihren Seelen, Tito. Aha. Nun die 12 Apostel und Lord Blaine. Habt ihr da eine Spur gefunden? Keines hier. Den Sünder hat das Meer gewiss, wie sich's gehört, mit Mann und Maus verschlungen. Mhm. Und wie wollt ihr das erklären? Wem mag das gehören, Majestät? Meine Offiziere haben das nach eurer Abfahrt hierher in Plymouth auf dem Schiff gefunden. Lord Blaines Eigentum. Bitte wollt ihr mir das erklären, Captain Kidd? Ich habe doch schon immer vermutet, dass Mr. Povey, mein Arzt, dieser verschlagene Bursche, vor mir etwas heimlich verbirgt. Heimlich? Versteckt im Geheimfach eurer Kabine, Captain? Ich hoffe, Mr. Povey hat dafür die passenden Erklärungen. Mr. Povey wurde erschossen, als er die Truhe verteidigen wollte, und im Sterben schwor er, dass sie ihm nie gehört hat. Vielleicht hat Shadwell, mein Diener, sie an Bord geschmuggelt. Vielleicht kam die Truhe auch aus einer Höhle in Madagaskar, Captain. Mir ist das alles unerklärlich, Euer Majestät. Schluss mit euren Lügen! Da! Gespenst! Ihr dachtet wohl nicht an Höllentor, Captain. Es ist gut, wenn man Freunde hat. Wir sahen euch sogar in der Ferne vorbeisegeln. Ich klage diesen Mann als Pirat an und als Mörder meines Vaters. Wurde ein rechtschaffener Mann je so infam betrogen? Sperrt ihn ein in Newgate. Er wird als Pirat und als Mörder vor Gericht gestellt und soll seine gerechte Strafe erhalten. Fasst mich nicht an, ihr Hunde! Lasst mich! Was ich getan habe, habe ich nicht für mich getan, sondern für Englands Größe und Ruhm! Und wer am Galgen sterben will, der macht das Gold zum Gott. Der pfeift auf die Moral und lasst vom Gold sich selbst zur Hure machen, der macht das Morden zum Geschäft und lass vom Ehrgeiz sich die Seele zerfressen. Und nun, ihr Kerle, die ihr reich sein wollt, ihr Männer,
Geht hin und sucht mein Gold! Scharfrichter, ein Stück von seinem Seil möchte ich haben. Ich gebe euch was dafür. Ihr könnt ja alles haben, braver Mann. Ihr braucht ja nur den Strick, euch selber um den Hals zu legen. Nun macht zu. Der Teufel wartet. Captain Kidd ist tot, Milord Blaine. Wie kann ich das Unrecht wieder gut machen, das euch widerfahren ist? Habt ihr einen Vorschlag, Seelord? Die neue Fregatte von 50 Kanonen. Da brauchen wir noch einen neuen Kommandanten. Ich schlage vor, wir geben ihr den Namen Lady Anne. Das soll mein Hochzeitsgeschenk für euch sein. Als Dank für eure treuen Dienste für König und Land.